Moin Moin, willkommen zurück beim PlayStation von Twitch Stream mit Bloodborne und Ladezeiten aus der Hölle. Ja, Ladezeiten und die Kamera. Nach wie vor das Schlimmste hier. Ha, eine Blutfiole, habe ich doch gar nicht nötig hier. Ha! Easy, jetzt bin ich ja mal gespannt, ob das was wird hier mit dem Boss. Ich meine, besser ausgerüstet kann ich jetzt wirklich nicht rein. Okay, ich kann noch weiter leveln, ja, aber... Irgendwann ist dann ja auch mal gut. Noch zwei, ey, das gibt's ja nicht. Jetzt spammt mich das Spiel voll mit dem Zeug hier. Warum kommt dann jetzt wieder nicht? Manchmal hat er einfach keine Lust, hä? Jetzt... Ach, shit. Ja, genau. Unnötig. Aber das ist schon weniger Schaden, was ich kriege. Ich glaube schon, dass das weniger ist. Shit. Ach, und schon meine schönen Klamotten wieder vollgesaut. Ach, Menno. Ach, Mist, er ist ja noch hier. Und die Raben. Die Rabengang. Ja, gut, beim Boss brauche ich die Knarre eh nicht, also knall ich sie ab. Ich wollte dich eigentlich noch nicht pullen. Na gut. Komm. Nein. Ach. Nee, jetzt stirbst du, du Arsch. Ich halte wirklich mehr aus. Schön. Ach, das ist doch äußerst befriedigend. Dumm. Dumm und unnötig. So, komm, ich setze jetzt die Heilung ein, auch wenn es zu viel ist. Macht ja nichts, was soll's. Auf in den Nebel. Im Kampf, jetzt ist... Ach doch, ich kann oben und unten, aber weiter unten kann ich dann auch nicht anvisieren. Ich kann nur entweder ganz oben oder ganz in der Mitte. Das ist beides nicht so optimal. Ach, das, man sieht halt dann leider echt gar nichts. Ah, shit. Ja, aber guck mal, wie wenig der mir abzieht. Den kriege ich. Nein, dumm. Stupid. Das war saudumm. Wenig ich mir abziehe, ne? Nein! Ach, dann macht er doch immer ein zweimal. Mensch! Kann man sich doch merken. Der aushält. Was geht jetzt? Das wird böse. Guck mal, Grabschar.
Nein! Braucht trotzdem zu viel Heilung. Vielleicht die gute alte Dark Souls 2 Circle-Taktik, einfach immer um ihn rumcirkeln. Eieiei, was geht ab? Ein bisschen enraged, hä? Ui! Mano. Ach, Mensch! Jetzt verhält er sich anders. Scheiße. Nicht gut! Nicht gut! Gut, das Öl macht ihm ja mal gar nichts. Vielleicht in Kombination mit Feuer. Zieht ihn auf jeden Fall schön ab. Im Gegensatz zu den Steinen. Nee. Sehe ich gar nichts. Ich habe ihn schon unter 50%. Ah, du Schwein. Nein, oh, was geht denn jetzt? Nein, hör doch auf. Ach nö, hä? Ach nein! Ach, dieses Scheißvieh! Ach, Menno! Mann! Verdammte Axt! Kacke! Verfluchte Scheiße hier! Dieses Mistschwein, das sah ja eigentlich ganz gut aus. Nur jetzt, ja. So, nachdem ich ihn ein Viertel abgezogen hatte, da habe ich nicht mehr so wirklich die Chance gehabt anzugreifen. Mist, ey. Na gut, ich habe 11 Heilung. Ich probiere es gleich nochmal. Jetzt bloß nicht dumm anstellen hier. Vielleicht habe ich ja Glück und die droppen gleich nochmal ein bisschen Heilung, aber wahrscheinlich jetzt nicht. Jetzt, wo ich sie doch brauche, die Heilung, lassen die nichts fallen. Bin mir fast sicher. Ja, das sind doch Schweine. Quecksilber gibt es hier immer von dem. Komm. Warum will er denn jetzt wieder nicht? Geht doch. Heilung. Yeah. Mehr Heilung. Geizkragen, ihr Säcke.
Ups. Na gut, kriege ich nicht kaputt, aber jetzt habe ich ihn raus. Nein. Ach, unvorsichtig. Ach, Kind, Junge. Schwachsinn hier wieder. Zwei Heilungen verballert für den Spacken hier, der nichts kann. Waffe gefährdet, scheiße, was heißt denn das? Waffe gefährdet, what the fuck? Geht meine Waffe kaputt oder was? Ich kann die doch noch gar nicht reparieren, oder? Ach, okay, das hat mich jetzt abgelenkt. Ach, scheiße. Ach, Mann. Ach, nee, ist doch... Ich kann, glaube ich, noch nicht reparieren. Dann sagt er mir, ich habe das Werkzeug noch nicht. Ich muss bestimmt den Postblatt machen, aber... Wie soll ich denn dann machen, wenn meine Waffe kaputt ist? Ach, Mann. Wenn ich einfach zum Boss rennen würde, ja, könnte ich machen, na klar. Aber ich bin jetzt ein bisschen nachdenklich, was meine Waffe angeht hier. Ich muss mal gucken. Die muss mal irgendwie reparieren können. Ist aber auch neu, oder? Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass die Waffen kaputt gehen. Haltbarkeit, 100 von 100. Null, was? Nee, 60 von 200. Die hält doch noch ewig. Würde ich jetzt mal meinen. Zum Verstärken einer Waffe. Ja, wenn ich wüsste, was das ist. Ich gehe trotzdem mal kurz zurück und guck mal, ob ich nicht meine Sachen dort reparieren kann. Beziehungsweise, ich habe ja ein bisschen Blut gelagert. Ja, hier gibt es eine Schmiede, eine Werkstatt, aber ich habe kein Werkzeug dafür, hat er mir vorhin gesagt. Und ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwas eingesammelt habe. Na. Wie? Er hat nichts ins Lager gepackt. Okay, dann habe ich wohl nur 10. Na gut. Hier ist das, ja. Werkstattwerkzeuge nicht vorhanden. Toll. Tja. Na gut, dann probiere ich halt nochmal den Boss. Manu, wie war denn das? Wie habt denn ihr Dark Souls gespielt? Habt ihr euch Guides durchgelesen oder habt ihr selber probiert? Gibt da immer so, naja, zwei Spielweisen. Entweder man spielt es halt alleine oder also alleine im Sinne von, man liest sich keine Guides durch. Oder man liest sich halt Guides durch und guckt, was für Taktiken kann man anwenden. Wie schafft man den Boss am besten? Ich habe so ein bisschen, ja, Hälfte-Hälfte gespielt. Manche Bosse habe ich so probiert, dann auch ganz gut geschafft. Gerade später, wenn man das Spiel dann so ein bisschen kennt und, naja, so ein bisschen Erfahrung hat. Aber manche habe ich dann auch mit Guide gemacht. Wenn ich dann doch so 20 Versuche gebraucht habe. Hä? Macht das Ding jetzt sau wenig Schaden oder macht es sau wenig Schaden? Ach du Scheiße, ja, guck mal. Die macht ja kaum noch Schaden. Oh nee. 23. Oh, ist nicht dein Ernst. Was soll ich denn jetzt machen hier?
hä? Kann ich jetzt wirklich? Quatsch. 58 Haltbarkeit. Scheiße. Minus 20, ja. Weil die so kaputt ist, oder was? Toll, was mache ich jetzt? Nichts kann ich machen, oder? Jetzt muss ich den Boss mit der kaputten Waffe klein kriegen. Och, nein. Ja, ich renne jetzt auch mal durch. Ihr habt ja recht. Oh weh, der kommt jetzt mit durch. Nee. Scheiße, 26, ja, das ist doch ein Witz, hä? Ach nee, ach, ich bin jetzt auch ein bisschen demotiviert, muss ich sagen. Wegen dem Shit hier. Ach komm, ich bin doch gerollt. Ach, leck mich doch. Zum Kotzen, zum Kotzen, zum Kotzen, zum Kotzen. Jetzt. Ist das eine Scheiße hier. Verdammt, was mache ich denn jetzt? Ich kann doch den Boss nicht 3 Stunden lang hier mit 20 Schaden niedermetzeln. Ist ja jetzt nicht so, dass ich so gut wäre und den mit einer funktionierenden Waffe ohne Probleme platt kriegen würde. Ich habe ja schon so sau viele Probleme. Oh. Mann, ey. Oh. Jetzt noch mehr kaputt. Ja, na klar, 58. Hm. Tja, die dir den Weg weisen. Soll ich mal verwenden? ja. Geil. Ach so, das kann ich so Brot, Hänsel und Gretel brotkrummenmäßig hinwerfen, oder was? Ah, gut. Scheiße, ey. Ah, nein. Try and Error. Ja, das ist ja nicht wirklich Try and Error. Das ist Kacke. Moin King. Das ist Try and Ärger. Das irgendwas gemacht an dem Vieh? Ja, wenn ich treffen würde, wa? Wirklich, ich mach 26 Schaden mit einem starken Angriff. Ah, wenn man was sehen würde bei dem Kackvieh.
okay, aber hinten dran bleiben ist eine gute Taktik. Das Blöde ist nur, wenn der so in der Ecke steht, ist das schwierig, hinten dran zu bleiben. Hat er mich aber zum ersten Mal getroffen gerade, ne? Und dann gleich richtig. Scheiße. Dumme Kamera. Nein! Leichtsinniger Mist! Kamera, hör doch mal auf, mich so zu ärgern! Komm jetzt raus da aus der Ecke, Mann! Ich habe noch gar nichts abgezogen. Oh, ich sehe nichts. Das ist so scheiße. Das ist so scheiße. Ach, komm doch. Hier, friss Öl. Ich weiß nicht, was es bringt, aber... Gib mir ein, es könnte was bringen. Bringt wahrscheinlich gar nichts. Ich habe auch einfach nicht genug Heilung. Dafür, dass ich jetzt so wenig Schaden mache. Kann man das überhaupt Heilung nennen? Ich bin mir gar nicht ganz sicher, was ich hier mache. Oder Schaden, besser gesagt. Schaden kann man es nicht nennen. Ja, jetzt kommt er nämlich in die Rage-Phase und dann kann ich noch nicht mal hinter ihm herrennen. Gleich bin ich tot. Ich habe gar keine Gesundheit mehr. Bin eigentlich schon tot. Ja. Ich brauche eine Raucherpause. Bis gleich.